Boxen in Dortmund am 26. März. Es gab schon einige Boxabende in Berlin am 11. und 19. März. Jetzt gibt es auch Boxen wieder in Dortmund mit Felix Sturm im Hauptkampf. Simon Zachenhuber, der letztes Jahr auch bei Let's Dance teilgenommen hat, wird den zweiten Hauptkampf absolvieren. Ja, man muss sehen, das ist ein junger Boxer, 23 Jahre alt, wie sich entwickelt. Und natürlich hat er durch seine Teilnahme bei der Show Let's Dance etwas Popularität dazu gewonnen, neue Fans dazu gewonnen. Jetzt muss man sehen, wie er sich sportlich schlägt. Ja, der Kampf am 26. März ist ein weiterer Schritt, ja, sich einen Namen im Boxen zu machen. Und es gibt auch andere Kämpfe, die seit die um 17:15 bei Bild Plus gezeigt werden. Ja, einer der Kämpfe ist mit Alexander Zachoji, der schon öfter auch in Deutschland geboxt hat gegen Eugenius Lazaridis. Also ein Kampf mit Schwergewicht. Ich denke, ich meine, es ist auch ein interessanter Kampf, der für Spannung sorgt. Und Zachoji war auch schon Spannungspartner bei sehr vielen guten Boxern und bringt auch sehr viel Erfahrung mit. Und beide haben schon Deutschland geboxt und dieser Kampf, denke ich mal, wird auch für die Zuschauer interessant sein.